Hallo, ich bin der Reuter. Mächtige Geheimnisse erschlossen sich mir, als ich mein Zauberschwert in die Luft hob und rief: Bei der Macht vom Schweinestall. Ich habe nicht aufgeräumt. Das Geheimnis liegt an der fettarmen Milch. Trinkst du fettarme Milch, kriegst du krasse Fettarm. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis. Cookie der Waffenmeister und Lordi aus dem Zauberland. Gemeinsam kämpfen wir darum, dass uns Zavallas Mutter nicht das ganze Bier wegtrinkt. Servus YouTube, hier ist der Reuter und heute gibt es ein kleines Destiny 2 Video über einen speziellen Mod, der euch richtig heftigen Schaden austeilen lässt. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch auf den Reuter Discord Server hinweisen, bei dem alle Konsolen- und oder PC-Spieler herzlich willkommen sind. Egal ob ihr bereits einen Clan habt oder auf der Suche nach einem seid, hier könnt ihr euch treffen, verabreden, die Reihen auffüllen, wenn zum Beispiel noch Leute für einen Raid fehlen etc. Also gut, legen wir los und schauen uns den Mod mal etwas näher an. Das Mod, das ich meine, befindet sich im Seasonal Artefakt auf der äußerst rechten Seite, und zwar der Energiebeschleuniger. Wenn wir uns da den Text durchlesen, dann steht dort, dass die Explosionen verursacht durch Libelle, Kettenreaktion oder Glühwürmchen mehr Schaden verursacht. Das liest sich erstmal relativ unspektakulär, vor allem wird auch nicht genau darauf eingegangen, was ist mehr Schaden, wie viel ist denn das? Und so viele Waffen mit diesem Perk gibt es ja auch nicht. Zum Beispiel kennen einige von euch Pik Ass, die hat nämlich Glühwürmchen da unten drin. Und da gibt es noch diverse andere Waffen, wie zum Beispiel dieses Maschinengewehr hat jetzt Libelle. Wenn ihr im Übrigen mal wissen wollt, ob ihr denn über solche Waffen verfügt, dann kann ich euch nur mal den Destiny Item Manager ans Herz legen. Denn da könnt ihr zum Beispiel Ketten eingeben und dann steht da Perk Name Kettenreaktion und dann werden alle Waffen gehighlightet, die ihr habt, die über diese Kettenreaktion verfügen. Hier zum Beispiel habe ich die drauf oder hier auf diesen komischen lustigen Raketenwerfen ist die Kettenreaktion drauf. Und wenn ich wissen will, wer hat denn zum Beispiel Libelle drauf, nicht wer, sondern was, dann kann man hier gucken, Perk Name Libelle und dann werden alle gehighlightet, also alle Waffen gehighlightet, welche den Perk Libelle inne haben. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass dieses Mod noch nie so wirklich funktioniert hat, seitdem es freigeschalten wurde für uns und Bungie daran permanent herumdoktert. Und es ist leider so, oder für uns zum Glück so, dass dieser Mehrschaden auch von Waffen benutzt werden kann, die eben nicht diesen Libelle, Kettenreaktion oder Glühwürmchen-Perk haben. Allen voran zum Beispiel die Kralle der Versuchung, die hat mit diesem Streugehäuse nämlich ein Projektil, das man da abfeuern kann. Ich kann das euch mal gerne zeigen, ich habe noch ein bisschen Munition. Seht ihr, dieses Projektil, was da losdüst, profitiert ebenfalls von diesem Mehrschaden. Und die gute alte Sonnenschuss ist ebenfalls ein geeigneter Kandidat. Obwohl ihr Perk Sonnenexplosion heißt und somit eigentlich nicht in die Kategorie des Mods fallen sollte. Aber es funktioniert dennoch und das ist ultra cool, denn die Sonnenschuss, für all diejenigen, die es nicht wissen, kann mit diesem Mod Rasputins Zorn Kriegsgeistzellen erzeugen. Ja, ihr merkt schon, es geht richtig fies ab, was man da so alles bauen kann. Zu allem Übel gibt es dann noch dieses lustige Exo-Pfad der brennenden Schritte. Und wenn wir diesen Feuerwandler-Buff bekommen von diesem Exotik, dann erhöhen wir den ganzen Schaden noch mehr und dann wird es richtig abgefahren. Aber keine Angst, auch als Nicht-Titan lohnt sich dieses Mod. Es gibt einen Haufen Waffen, die ebenfalls von diesem Explosionsschaden profitieren. Da gibt es zum Beispiel noch ein richtig dickes, cooles Schwert und zwar der Kronenteiler. Denn der Kronenteiler kommt mit dem aggressiven Gehäuse daher und dort, wenn man einen schweren Slam-Angriff durchführt, dann gibt es auch so eine kleine Explosion und damit kann man auch Kriegsgeistzellen erzeugen mit einem anderen Mod und kriegt diesen erhöhten Schaden. Das kann ich euch mal in einem kleinen Snippet zeigen von einem anderen YouTuber, der das mal getestet hat. Das ist absolut fantastisch. Aber nun gut, jetzt steigen wir doch mal in die Zahlen ein und sehen uns mal an, wie viel mehr Schaden wir da eigentlich rausholen können.
Ein Präzisionstreffer, der Sonnenschuss gibt uns ca. 3383 Schaden und die Explosion bewegt sich so um die, sag ich mal, 4000 bis 9500 Damage ohne den Mod. In diesem kleinen Snippet habe ich den Mod tatsächlich aktiv und der Präzisionsschaden, der Sonnenschuss bleibt gleich, aber der Explosionsschaden geht schlagartig nach oben. Guckt euch mal die Zahl an. Das waren jetzt mal eben locker flockig 17,3k, ja, das ist fast das Doppelte, aber ich kann euch sagen, dass der Mod uns tatsächlich 100% Schadensbonus gibt. Ich habe auch einen anderen Clip, da habe ich über 18k Schaden gemacht, also es ist tatsächlich das Doppelte von den standardmäßigen 9, die wir ohne Mod haben. Also plus 100% Explosionsschaden ist richtig cool, vor allem weil das nicht die einzige Waffe ist, mit der das klappt. Bevor ich euch aber die weiteren Waffen zeige, nochmal ganz kurzer Hinweis. Gerade mit der Sonnenschuss könnt ihr mit ein paar speziellen Mods, zum Beispiel Rasputins Zorn, noch Kriegsgeistzellen erzeugen und dann wird das Ganze richtig abgefahren. Na, da habt ihr schon so einen Mörder-Explosionsschaden und dann kommen noch Kriegsgeistzellen dazu. Das ist wirklich extrem stark. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, könntet ihr noch mit dem Titanen das Exotic Pfad der brennenden Schritte ausrüsten. Denn abgesehen von den ganzen Stasis-Benefits möchte ich jetzt mal auf den tollen Solar-Todesstoß-Buff eingehen, der uns erhöhten Waffenschaden gibt. Ihr habt richtig gehört, denn dadurch können wir den Präzisionsschaden oder allgemeinen Waffenschaden der Sonnenschuss hochpimmeln und noch den ohnehin schon krassen Explosionsschaden nochmal toppen. Schaut euch das mal an. Abgesehen davon, dass der normale Waffenschaden steigt, macht die Explosion mittlerweile über 25.000 Damage. Erinnert ihr euch? Wir haben mal bei 4 und 9 gelegen. Es ist ein ganz schönes Damage Plus. Schon verrückt, was man alles bauen kann, aber zurück zum Mod Energiebeschleuniger. Schauen wir uns mal an, bei welchen Waffen dieser Explosionsschaden noch hochgepimpt wird, obwohl sie nicht in die Kategorie des Mods fallen. Wie eingangs schon erwähnt, ist die Kralle der Versuchung eine hervorragende, schwere Alternative, um es mit zum Beispiel der Sonnenschuss zu kombinieren. Und damage-mäßig haben wir hier ein bisschen Zahlengewusel, aber wir können festhalten, wir bewegen uns zwischen 4600 und maximal 10.000. Das sind so die Damage-Werte ohne das Mod. Im folgenden Clip habe ich das Mod mal ausgerüstet und wir bemerken einen drastischen Anstieg der Schadenswerte. Wir bewegen uns jetzt irgendwie zwischen 12.000 und 20.000. Das unterstreicht nur nochmal, wie krass das Mod eigentlich ist. Es gibt mit bestimmter Sicherheit mehr Waffen, die von diesem Mod profitieren. Aber damit das Video nicht zu lange wird, möchte ich mit der letzten Waffe abschließen, nämlich mit dem Spurgewehr Verfallenes Abbild. Das hat nämlich zur Besonderheit, dass man mit Kills diese kleinen Orbs erzeugen kann. Mit denen kann man entweder eine kleine Nahkampfattacke ausrichten oder man nutzt die Zielentaste und kann so eine Art Ground Slam durchziehen. Dann hat man eine leere Explosion, die mit den richtigen Mods Kriegsgeistzellen erzeugen kann und mit dem tollen Mod Energiebeschleuniger, wie gesagt, den doppelten Schaden rausknallt. Und wenn man dann in der Hungereinstellung rumrennt vom Leereläufer Warlock und nach diesem Netzaraks Helm auf hat, dann kann man rumrennen wie eine Dampfwalze auf Crack und alles vernichten und sich permanent irgendwie heilen. Das macht schon Spaß. Ist so ein bisschen High Risk, High Reward, weil man relativ nah ran muss, aber in so ja, Pimmelaktivitäten wie hier diesem komischen Override oder sonst was kann man das eigentlich ganz cool machen. Das soll es zu dem Thema schon gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch eine fantastische Woche und wie immer, macht Idiot und schwenkt der Hut.